Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Minecraft Modpack Let's Play vom Modpack Craft to 2 Exile 2 und bringt Diablo 2, eben Path of Exile, wie der Name schon ein bisschen sagt, und Last Epoch ein bisschen in Minecraft. Ja, ziemlich viel. Es ist auch Mine Colonies drin, es ist, glaube ich, Create drin und es ist wirklich toll. Also ich habe es schon ein bisschen angezockt zum Testen. Ja, ist richtig toll. Man startet immer in einem Dorf und das heißt, es kann manchmal extrem schlecht spawnen. Ich habe jetzt dreimal, bin ich jetzt in einem Ozean gespawnt, wo kein einziges Gebiet in der Nähe ist. Also riesengroß. Ich hoffe einfach, die Ozeane sind nicht so gigantisch im Überfluss. Aber ich denke eher weniger. Also, jo, okay, ich sag nichts. Ich denke nicht so viel. So, aber es ist halt einfach zufälliger, dass ein Dorf unter Wasser spawnt. Es ist einfach irgendwie so ein World Generator Problem gerade. Ja, macht nichts. Aber, ja, wir wollen natürlich Land haben, wir wollen Dungeons haben, wir wollen unseren Spaß haben. Und scheinbar gibt's viele Sachen aus diesen Spielen. Und die könnte ich jetzt eigentlich gerade ausprobieren, aber ich sehe jetzt gerade das Dorf vor lauter Bäumen nicht. So, also ein riesiges Dorf, richtig schön. Wow. Also ich bin ja momentan, also schon so sehr lange, aber bin ja momentan Last Epoch süchtig und das tut mich so mega motivieren. Es gibt jetzt gerade wirklich nichts im Dorf, also da den Weg stehen, Stein. Okay, wenn wir Eisen, wenn wir Spitzhacke haben, haben wir Eisen. So, was haben wir denn hier? Hier geht es nach oben. Oder, ja, muss mal ein bisschen irgendwo reinkommen hier. Hat gerade diese Ameise hier gesummt, gepfeift. Irgendwie so etwas, also war ein Vogel in der Nähe. Okay, wir kommen hier gut hoch. Schön, auch wenn die Ranken stören. Ah, super. Okay, Wolle haben wir schon mal, aber Wolle brauchen wir auch nicht mehr. Wir haben ja ein Bett. Das ist ziemlich gut, dass man am Anfang ein Dorf hat. Einfach, dass man diese Verpflegung schon hat. Oh, diese Laternen. Kann es fast nicht aussprechen vor lauter Lachen. Skeletoten. So, dann haben wir hier Kekse. Kakoban. Also das kann ich mal ausrüsten. Nein, ich brauche Dexterity. Also ich weiß jetzt noch nicht genau, was ich spielen will. Ich habe ein bisschen getestet mit Magie, mit einem Totem, aber er liegt mir nicht so sehr. Wahrscheinlich muss man einfach stärker sein, dass der Totem natürlich ein bisschen stärker wird, oder? Und das habe ich ganz auf die Schnelle natürlich nicht geschafft. So, also hier oben ist nichts mehr. Die Musik ist eigentlich von Diablo 2, oder? Also das war. Aber ich weiß jetzt nicht, wie die anderen sind, also. Okay, hier haben wir so Crafting-Steine. Mit denen kann man einfach Common-Items, also gewöhnliche Items, die weißen, herstellen. Scheinbar. Okay, Eisen haben wir auch schon ein bisschen. Jetzt habe ich kein Crafting-Table. Gut, dann machen wir doch mal die Spitzhacke für die Eisenblöcke. Und erkunden einfach das Dorf noch ein bisschen später. Ein bisschen. Ich will jetzt mich nicht nur aufs Dorf konzentrieren im ersten Part. Gehen wir mal noch kurz eben runter. Schau ich noch kurz hier, ob ich irgendwie runterkomme. Ja, ja. Okay. Doch viel Schaden, aber trotzdem. So, das ist jetzt gerade sehr riesig für den Anfang. Ah, hier komme ich ja wieder nicht rein. So. Genau, ein bisschen Essen mitnehmen. Gehen die schneller zum Abbauen? Ah, ich muss ja nicht hier rein. Oh. Das dann hier mal ab. Sondern hier vorne war es. Was ist eigentlich hier? Das ist nur diese Ding. Grobe Erde, genau. Also, nehme ich doch den auch mit. Dankeschön, liebe Dorfbewohner, fürs Helfen mit Eisen. Schön. So, wunderbar. Haben wir alle. Ne, da drüben noch einen.
Gut, also ich will ja auch zeigen, was es so ausmacht, ein bisschen mehr Hack and Slay zu haben. Ist natürlich jetzt nicht für alle wahrscheinlich so geeignet, aber Hack and Slays machen Spaß, also es sollte ja ziemlich für alle sein, auch die, die nicht unbedingt so viel Action mögen. Ich werde auch nicht so viel Action immer machen, also natürlich möchte ich gerne einen guten Charakter haben, aber diese Sachen hier. Kann man. Ja, das ist mit der Axt, aber. Ja, brauchen einfach ein bisschen länger. Schmiedetisch natürlich mitnehmen. Ambosse. Sehr wichtig. Und ja, die Schmelzöfen auch. Aber die sind meistens nicht so effizient, wie man denkt. Brauchen zu viel Kohle oder so. Ja, später dann schon, wenn wir Lava-Eimer haben. Gut, also Dschungel können wir kurz ein bisschen verlassen. Ich sehe, ich habe keine Hungeranzeige. Wieso nicht? Okay. Brauchen wir nichts mehr zu essen? Doch, jetzt habe ich die Hungeranzeige. Okay. Nur kurz weg. Oder? Naja, ich habe es da wahrscheinlich mit der Heilanzeige verwechselt vor. So, genau, es gibt neue Tiere. Wunderbar. Und gerade kein Dungeon, nichts. Möchte ja unbedingt irgendwo kurz mal anfangen zu schnetzeln. Sonst müssen wir bis zur Nacht warten. Und immer diese Ameisen. Ah, das war vorher auch so ein Ameisenhügel wahrscheinlich. Blattschneider-Ameise. Haben die irgendwelche Nutzen? Wahrscheinlich nicht. Außer sie tun irgendwas droppen. Ne, die brauchen es einfach selber. Ja. Wir könnten mal kurz in die Höhle reingehen. Zum Beispiel auch hier. Aha, da haben wir mal ein paar Gegner. Einer mit T-Shirt. Ja, gut, das bringt jetzt noch nicht so viel. Wir müssen zuerst mal craften. Ich habe kein Holz mitgenommen. Ich muss nur ein bisschen Holz. Beide noch hitten, dass ich eine Erfahrung bekomme. Gut, ja, wir sind Monsterjäger gewesen. Haben wir fast nichts gemacht. So, Astix hätte ich gehabt. Crafting Table, ja, muss ich nochmal was einfällen. Oh, Akazie. Sehr schön. So. Die droppen automatisch da unten rein. Ist nicht so toll. Jo, Eisenschwert machen. Und mit dem restlichen Eisen könnten wir. Spitzhacke habe ich. Sparen wir doch das auf. Machen kurz nochmals. Bisschen Armor. So. Gut, also. Einfach kurz irgendwo reingehen, ein bisschen leveln, dass ich das Key-System und so zeigen kann. Da kann man einfach auf die G-Taste drücken und hier zum Beispiel bei den Klassen eine Klasse auswählen. Und ich denke, ich fange anfangs an mit. Sieht geil aus. Richtig geil. Ich würde gerne Nahkampf beginnen. Aber wir schauen einfach mal in die Ketris rein. Und ja, vielleicht finden wir das gerade spannend. Oder eigentlich Bogen oder so, Armbrust vielleicht auch. Irgend so etwas. Weil Magie für den Anfang ist ein bisschen. Oder wir werden zum Summoner. Das könnte ich eigentlich machen. Weil, jo. So können wir das ein bisschen locker angehen. Vielleicht auch schon höhere Mobs besiegen durch die Minions. Jo, wäre eigentlich nicht schlecht. So, ja, komm, wir werden mal beschwören. Das finde ich spannend. Das sind Skelette. Ganz viele.
Ich wollte eigentlich Eisen, aber Eisen haben wir genug. Gehen wir mal ein bisschen weiter. Wir könnten sonst mit dem Boot fahren, aber das möchte ich jetzt nicht direkt schon machen. Hier ist das Moos. Also, wo haben wir unser Bett? Es gibt so ein Skin-Paket noch, da, also Ressource-Pack, wo da Smaragde, also den Rubine machen, oder? Wie bei The Legend of Zelda. Ich hab's gemacht. Ich finde nämlich The Legend of Zelda richtig cool. So. Ein bisschen Brot haben wir. Ich glaube, ich muss den Hut ein bisschen größer wieder machen. Ich sehe nicht so viel da unten. So. Je nachdem voreingestellt oder ist es kleiner gemacht worden. Aber wenn man größere Auflösung hat, ist das natürlich viel zu klein. Naja, was ist das? Mancher. Mauler heißen die. Okay, interessant. Ja, leider ist das nicht so ein tolles Gebiet hier. Ich müsste mich irgendwo. Ich gehe mal hier hoch. Wo, haben wir noch ein bisschen Ausschau halten können. So. Oh, Gazellen. Cool. Okay, hier haben wir wieder Dschungel. Oh, dort möchte ich irgendwie kurz mal mich niederlassen. So ganz in der Nähe von diesem roten Sand, glaube ich. Irgendwas. Ja, hier so ein bisschen in der Ecke. Einfach mal ein paar Sachen lagern. Wir finden natürlich wieder mehr Sachen. Wir müssen schauen, dass wir halt Sachen aufbewahren, kaputt machen, neue Items craften und so. Genau, die Chocoboarding könnte ich auch mitnehmen. Dann tue ich mal den Zaun weg. Das gleich mal so ein Teil zum Züchten. Ja, jetzt habe ich ja ganz viele Sachen, die ich so nicht brauche. Na komm. Gut. Also, wunderbar. Also Chocobos gibt es auch scheinbar. Hier könnten wir uns niederlassen. Ist aber ein bisschen sehr uneben. Lieber irgendwo hier. Ja, genau, bei diesen Bäumen dort. Gehen wir mal in dieses Haus dort. So. Okay, das Kupfer. Was ist denn hier? Oh, verrotteter Stamm. Und bitte Archäologie. Cool. Antike Vase. Ich mache die mal nicht kaputt. Ich habe ja nicht mehr Platz im Inventar. Was eigentlich wäre hier cool, aber hier ist so viel Sand. Bewaldete Tafelberge. Cool. Vielleicht drüber zur Wüste, aber nach irgendwie so ein Flachland und kein Dschungel. Ja, also der World Generator ist nicht optimal. Es gibt halt immer wieder Szenen, wo man halt ein bisschen sich, ja, man braucht zuerst ein gutes Gebiet und das ist meistens nicht so, so ein Wüstendorf, ja. Wäre echt cool in der Nähe. Zuckerrohr bräuchten wir dann auch. Vielleicht einfach in die andere Richtung. Tja, ich habe ein bisschen Essprobleme. Ein bisschen Nahrungsprobleme. Nochmals ein Dorf. Oh, das ist so ein. Ja, ich kenne die von einem anderen Modpack. Geil. Also hier wäre wirklich schön. Es ist einfach ein bisschen dürr hier. Einfach so irgendwo hier in der Nähe. Am besten mit Sichtweite darauf. Ja, es ist alles sandig hier. Meine Güte. Wenn World Generators einfach nerven. Dann doch irgendwo hier. Es gibt keine Erde. Ich kann hier nicht bleiben lange. Ich müsste so viel Erde herkarren. Das ist nicht so cool. Okay, da ist eine Pflanze auf dem Sand. Cool. Eine Wüstenpflanze. Eine Sandpflanze. Okay, also. Ich denke, jo, wir lassen uns mal hier irgendwo nieder.
einfach kurz und tun dann alles dann irgendwo, ja, zügeln. Gut, also was haben wir denn in diesem Dorf noch? Keine Dorfbewohner? Also zum Wohnen ist das sehr hübsch. Aber eben, ich brauche ja Erde. Ah, das ist von meinen Kolonies, deshalb sind keine Leute hier. Ja klar, und der Brunnen, der macht irgendwie nicht so viel Sinn. Jetzt würde doch alles bergab fließen. Hier ist auch so ein Mauler. Also ich denke, ja, wir könnten dort vorne im Dschungel erstmal uns niederlassen. Gut. Jo, also schauen wir uns mal den Skilltree an und auch den passiven Skilltree. Jo. Die Attribute sind, glaube ich, eher schlicht in diesem Modpack. Also ich finde die Gegend sehr schön hier. Das reicht doch. Ja, auf jeden Fall mit diesem Berg und mit der Pyramide. Gut. Und Schweine haben wir hier auch, Kühe auch, okay. Nur eine Kuh. Okay. Ist auch eine Kuh, sind alles Kühe, keine Schweine. Leute, sie sehen. Sahen aus wie Schweine von weitem. Also. So, ja, Schmelzofen und so. Das ist. Wir müssen zuerst Stein holen. Also, wir haben zu wenig Holz. Zu viele Items. Dschungel. Setzling. So. Also zuerst mal ein paar Fällen. Ja, ich habe keine Axt. Zuerst eine Axt machen. Du. Das ist ein blöder Mod, der da automatisch. Ich weiß nicht, ob es jetzt ausgestellt wurde. Könnte sein. Aber einfach etwas deaktiviert. Ich muss es dann wieder anstellen, wenn ich irgendwie Auto craften möchte oder so. Aber gut. Manche Sachen sind halt auch lästig. Gut, dann haben wir hier noch Platz. So. Sieht ziemlich cool aus, so mit detailliertem Boden. Also dann doch mal zuerst mal Platz. Ja, hier will ich mal ein bisschen auswechseln mit Erde dann. Zuerst mal hier. Einfach mal, komm, Gartensachen rein. So. Essen. Ja. Machen wir den auch noch rein. Und das Geld. Und die Table des verschiedenen Sachen hier. Ja, Tränke brauche ich jetzt gerade noch nicht. Ja, vielleicht schon. Was ist das? Ist das Mana? Ja, das ist Mana. Nehme ich mit. So. Und ja, das Eisen tue ich noch ein bisschen sparen. So, zuerst einmal haben wir da irgendwo ein Tutorial. Ich glaube, hier drin ist es. Ja. Da kann man ein bisschen lesen, was es so macht, oder? Wir müssen einfach immer die roten Pfeile nehmen. Ich weiß jetzt nicht gerade, was man hier machen muss. Ah, hier. Oh, ein Backpack. Okay, man bekommt schon eine Belohnung. Über Geldbeutel. Einfach das Wichtigste, oder? So. Geh mal weg, damit ich hier nochmals. Muss ich das. Ah, habe ich das mitgenommen automatisch? Talenttree. Jetzt gibt es zwei Wege. Und man muss eigentlich dann wieder zurückgehen, oder? Dann gibt es hier auch der Rest vom Ding. Ja, vom GUI. Das wisst ihr ja hoffentlich, was das ist. Diese Symbole da vorne. Und dann muss ich irgendwie. Ah, hier. Da noch etwas nehmen. Eisenmünzen. Okay. Goldhacke. Ja, und dann sind wir fertig, oder? Müssen wir jetzt noch etwas machen? Da müssen wir noch etwas machen. Ah, okay, ein Schwert. Erfahrung. Ja, ich möchte einen Stab nehmen. Wegen des Sammens. Ich hoffe, die sind genug stark.
Oh, das wird so für den Einstieg wirklich am besten sein. Weil ich kenne wirklich auch noch nicht so die Schwierigkeitsgrade und so weiter. Was haben wir, ein Zombie-Spawn? Ah, wieso? Einen Zombie töten, okay. Gut. Also, dann schauen wir mal kurz auf die Sonne. Die geht gleich unter, also nicht so lange. Wir haben hier noch ein Rad. Können wir noch ein paar Sachen auswählen. Zum Beispiel das hat. So. Inventar hat. Ah, das ist das Ding, wo die Items zu sehen sind. Brauche ich nicht. Jo, die meisten Sachen sind schon eingestellt. So, Inventar mache ich auf jeden Fall hier hin. Die Symbole brauche ich ja nicht. Tränke mache ich hier hin. Und die Rüstung kann dort unten bleiben. Vielleicht dann mal kleiner machen oder so. Aber jetzt noch nicht. So. Kann ich noch ein paar Sachen rein tun. Wallet brauche ich, das Ei. Ja, jetzt müssen wir zuerst mal schlafen. Also da wir Kühe haben, ist das noch super. Ja, auf dem Server, im Vanilla Spigot Server, habe ich ja Mühe gehabt mit den Tieren auf der kleinen Insel. Und hier ist es toll. So. Ja, wir können noch die Ruine hier machen, die Pyramide. Ah, ist ein Pillager-Turm scheinbar. Also es könnte ein bisschen Probleme geben bald. Ich möchte unbedingt irgendwelche Sachen beschwören. Wir schauen jetzt mal rein. Wir sind Level 4. Okay, haben wir schon so gelevelt. Wo sieht man, wie viele Skillpunkte man hat? Also wir müssen einfach Intelligenz nehmen, auf jeden Fall. Nehmen wir mal so viel Intelligenz. Und okay, da haben wir. Okay, können wir irgendwie nichts machen. Dann haben wir da die Klassen. Und wir müssen eigentlich, ja, wahrscheinlich Necromancer nehmen. Das ist hier, ja genau, Summon Zombie nehmen wir einen Punkt. Ja, nehmen wir mehrere Punkte. So. Und Passive können wir erst ab Level 5 nehmen. Dann haben wir hier noch die Wölfe irgendwo. Ich weiß jetzt nicht genau wo, beim Bogenschießen. Beim Bahnen haben wir nichts. Irgendwo haben wir die Wölfe. Genau hier. Gut. Die können wir noch nehmen und hier gibt es scheinbar Elementar. Golems genau noch. Das sieht man oben jetzt gerade nicht mehr, so die Namen und so. Okay. Gut, dann müssen wir bei Skills Summon Zombie nehmen. Jetzt weiß ich, welche Taste ich drücken muss. Also das, genau. Und wenn wir passive Skillpunkte irgendwie freispielen, also so Bonis, dann können wir die hier reintun und diesen Skill noch buffen. So. Switch between Ding. Also, da steht F. Habe ich doch. Aha, jetzt. Lol, der ist mega dünn. Allerbeste Freunde. Okay, gut. Also, da wir jetzt einen Stab haben mit 500 Durability. Ja, ich tue, glaube ich, das Eisenschwert schon mal rein. Das hat sonst keinen Sinn hier mitzunehmen. Was haben wir jetzt da? Stat Reset Potion, das können wir uns merken. Das zum Craften. Ja. Gut, der Geldbeutel müssen wir mitnehmen. Und das Essen noch craften. Ein Filetmesser. Okay, damit kann man mehr Drops bekommen. Können wir uns merken. Pfeile brauchen wir nicht. Jo. Dann müssen wir uns mal ums Essen kümmern. Hier haben wir aber nicht so gut. Das ist ein bisschen schnell. Wir könnten uns noch einen Eimer machen. Ja, gut. Aber ohne Eisen geht es schlecht. So, also ein Eimer. Ich
Ich mache mal zwei. Und eine Schere können wir noch machen. Eine Schaufel brauche ich so schnell nicht. Dann machen wir doch irgendwo hier den Garten. Ich denke, ich mache ihn hier. Weil ich hier sozusagen noch eine Weide brauche nebendran oder so. Bin weiter weg. Gut. Das ist ein Claim, das ist gar keine. Also sie will claimen. Okay. Und hier bis. Oh, ich kann nicht mehr rennen. Bis ungefähr hier. Einfach mal claimen. Gut. Und das muss ich hier oben irgendwie. Tragus Bandi. Und damit habe ich irgendwelche Rechte. Oh, man kann Items traden. Ich habe überall Goldblöcke, ich bin reich. So. Gehst du hin, Zombie? Also, machen wir das mal rein. Das auch, die Erde auch. Nehme ich ein paar Sachen raus. Wir haben die Gießersamen, die müssen wir in hohen Mengen anbauen. Ah ja, und ich muss ja noch eine Hacke bauen. Genau. Nicht so viel Schaden bekommen, bitte. Ja? Level 5. Yay. Gut dann. Geht schnell und so. Jo. Aber die Ranken nerven. Ich glaube, ich muss noch die Bäume dann irgendwann mal fällen. Also ich mache mal hier wegen den Kühen schon mal Weizen. Dann zwei Gießerkraut und dann haben wir noch ein bisschen Reis für uns zum Craften. Gut, also Bäume fällen. Das ist ein Ding, ein Kolibri. Ein Riesenkolibri. Schön. Irgendwo haben wir eine Spinne oder so. Okay, eine große Palme, also ja, Turmbaum. Gibt sicher auch Palmen. Und ja, ich werde relativ schnell auch mit einem Dorf anfangen, aber zuerst müssen wir ein Gebiet finden. Ja, auf jeden Fall. Wenn wir dann sehen. Oh, Banane. Eine Banane für den Drago. Bananen weg. Ja, Bananen sind schnell weg beim Drago. Ja, ich esse genug Bananen. Genügend, also das ist sehr gesund. Oh, nicht kaputt machen. Ah ja, ich wollte ja einen unendlichen Brunnen machen. Jetzt muss ich das nur ein bisschen schlau machen. Ich mach mal hier den unendlichen Brunnen, wo nicht so viel. So. Ja, wir könnten auch drei breit. Das ist für manche effizienter, für mich macht es keinen Unterschied. So, wunderbar. Das haben wir auch gemacht und dann können wir eigentlich noch in die Ruine im. Ja, auf jeden Fall. Also in die Pyramide. Ich hoffe einfach, es geht mit den Creepern und so. Dem Summon. Da unten. So. Und der Wallet kann ich irgendwie. Ja. Okay, dann nehmen wir die mit. Haben wir sonst noch irgendwelche Farbe? Nö. Nein, nicht denn. Gut, wunderbar. So. Also, die Hacke muss ich nicht mitnehmen. Der Rest noch craften. Wunderbar. Ah ja, noch einen Eimer reintun. So, wunderbar. Ah, wir haben ja noch Karotten. Melone. Machen wir doch alles schon ein bisschen. Also in die Richtung Melone. Da haben wir noch einen Reis mehr. Und, oh, die gehen relativ schnell.
Die werden irgendwie gebufft oder so. Okay, der Zombie ist weg. Wahrscheinlich despawned. Ja. So, Karotte. Ich habe Karotte gepflanzt. Ich wollte Melonen pflanzen. Ja. Mache ich mal hier. Hier und hier. Und die Karotte mache ich einfach mal hier. So, also gehen wir rüber. Essen noch kurz. Und ich hoffe, es ist nicht zu schwer. Je nachdem, oder kann alles ein bisschen schwerer sein. Mein Slash war früher mal recht schwer, weil die Gebiete immer so random waren. Aber jetzt hat es, glaube ich, gar keine Gebiete mehr. Sondern es tut wahrscheinlich ein bisschen skalieren mit dem Charakterlevel und so weiter. Wir könnten aber nochmals kurz skillen. So, damit wir stärker sind. Jetzt muss ich aber wieder das Richtige nehmen. So, und den Zombie. Okay. Oh. Ja, welche Taste muss ich drücken? welche Taste muss ich drücken? Ich muss. Die F-Taste. Ja, die F-Taste. Okay. Sehr gut. Also müssen da irgendwo uns reinbauen. Oben ist wahrscheinlich nichts. Ich habe leider auch keine Fackeln. Ich will ein bisschen ausleuchten. Oh, schön. Hey. Nee. Okay, da war irgendwie ein Creeper im Hintergrund. Ich habe irgendwas gehört. Ja, ist ein bisschen schwer, wenn man da nicht alles sieht. Gut, sind wir das erste Mal gestorben. Wunderbar. Fühle mich ja sehr, sehr wohl. Aber wir werden stärker. Also jetzt muss ich nochmals beschwören. Gut, aber komm raus. Ist jetzt ausgerechnet jetzt noch. Was ist denn das für ein Monster? Okay, es war kein Creeper, aber er tut irgendwie. Nein, meine Favor, meine Gunst ist runtergegangen. Okay, das ist ein sehr OP-Ding. Aber jetzt ist er draußen, bekommt er Schaden jetzt durchs Feuer. Wo ist er jetzt überhaupt? Okay. Zombie, Wüstenzombie. Da ist er. Okay. So jetzt. Okay, wir lassen lieber da die anderen kämpfen. Wow. Krass. Okay, jetzt ist aber nichts mehr hier, oder? Der Kleine? Wo ist der Kleine? Oh, oh Gott. Da war der Kleine. Wow. Okay. Also lieber vorsichtig sein noch. Lieber noch ein bisschen zurückgehen. Jo. Also wir haben sehr viel. Okay, das ist nicht so gut, wenn die hier zu nahe kommen. Hey, hallo, lass mich mal in Ruhe. Kann man die auch wegschicken noch? Ja, wir müssen nur am Anfang ein bisschen dort. Oh, ist ein Creeper. Nein. Dachte schon. Aussehen. So. Okay, hier ist keine. Also es kann sein, dass diese Kisten explodieren. Deshalb bereite ich mich noch ein bisschen vor. Ja, auf jeden Fall. Jetzt muss ich noch schauen, ob irgendwo noch ein TNT ist. Okay, nur unten drunter. Ja. Die würden explodieren, wenn irgendwo in der Nähe TNT wäre. Also lieber vorbereiten, als dann in die Luft fliegen und dann nochmals sterben. Okay, cool. Ja, die Blöcke muss ich irgendwie einteilen. So. Also viel Eisen. Ein Sattel schon. Oh, hohoho. Schön. Eine Pyramide hilft.
Storange Keramik. So. Das sind schon blaue Steine für blaue Items. Das sind einfach so rare Items, heißen sie in also in Hack and Slays. Sind einfach schon mal verzaubert, aber noch nicht so gut. So. Was ist das? Voice of Good Music Maker Mod. Geil. Können Musik machen. Okay. Ja, so die Keramik nehme ich dann nochmal anders mal mit. MTNT möchte ich. Dann nehme ich. Ja, rotes Sand nehme ich mit. So. Okay. Schön. Also am Anfang haben wir uns schon mal ein bisschen gemütlicher gemacht. Und jetzt gehen wir einfach kurz nach Hause. Ja, ich könnte da noch ein paar Sachen wirklich gebrauchen. Zum Bauen oder so. Hier auch. Gut. Also, weil eben manchmal schon echt schwere Monster kommen und so, hätte ich schon gerne einfach ein bisschen mehr Vorbereitung. Nicht so viel Action. Also wir müssen zuerst beschwören, oder? Und dann müssen wir ja, uns stellungs... einfach gut aufstellen, dass wir nicht angegriffen werden. Aha, da ist schon ein Pillager. Ich denke, ich greife den mal noch an, aber nicht vom Wasser aus. Und ja, gehe einfach nicht in ein nächstes Dorf. Muss man jetzt auch noch nicht so schnell. Aber lieber die mal noch fernhalten. Ah, das sind wieder diese Blattschneider-Ameisen. Ich muss einfach die richtige Taste drücken. Okay. Sehr stark. Geil. Super. Okay, das ist irgendwie so ein... Also, ich denke, die Blattschneider-Ameisen mache ich hier weg. Die brauche ich nicht. Die will ich nicht haben. Sonst haben wir zu wenig Setzlinge dann plötzlich. Okay, das ist die Königin. Wie weit runter gehen die? Krass, das ist ja ein ganzes Ding. Ich glaube, ich muss eine Schaufel haben. Ja. Also tun wir einfach mal. Ich denke, es passiert jetzt noch nicht viel. Gehen wir kurz zurück zum Ausladen. Das ist ein bisschen stressig, wie der Mod anfängt, aber ja, gemütlich. Das soll's, wenn ich hier reinlegen. Die Sachen schon mal in den Wallet. Und das Teil hier brauche ich wahrscheinlich jetzt noch nicht. So. Gut. Den Loot holen und ja, eine Schaufel craften. Jo. War ein toller Part, aber auch wenn es ein bisschen stressig ist noch. Ja, wir werden viele Sachen machen. Das Projekt kommt einfach abwechselnd mit dem normalen Schönbauprojekt. Grundspielprojekt auch. Und jo. Jo. Wenn ihr natürlich mich ein bisschen supportet, mache ich natürlich auch mehr Videos. Und genau. Geh weg. Also das mit dem Summons muss ich noch ein bisschen anschauen, wenn es dann immer stört, oder? Mache ich es dann einfach anders. Skill ich anders. Weil man kann ja resetten scheinbar. Also Stats gibt's. Ob es Keys auch gibt und so. Denke schon. Müssen wir nur finden oder craften. So, also. Jetzt mal kurz schauen, ob irgendwelche Rubine hier sind. Scheinbar ja nicht. Oh, eine Larve. Kommen die dann aus den Kisten aus? So, der Wallet kann man dann irgendwie öffnen. Der Wallet Slot. Wo ist der Wallet Slot?
Das da? Okay, haben wir schon rote Rubinen. Das muss man so anordnen, so. Und wir haben ja einen Zombie erledigt. Sieben oder Experience habe ich direkt bekommen, scheinbar. Gut, dann müssen wir eigentlich Support, Purple Mana, Support Slots. Aura Gems, ist das so einer da? Wo ist der hier? Okay, der nicht. Okay, haben wir noch nicht. Okay, Talent. Okay, wir haben doch diese Teile. So, Dexterity nehmen wir nicht. Gut. Ja, der Rest schauen wir im nächsten Part an. Dankeschön fürs Zusehen. Ja. Und vielen Dank. Tschüss.